Die Premier League-Saison ist seit Sonntag vorbei und es ist mal Zeit, die Spielzeit ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und das haben wir gemacht mit eurer Hilfe. Ihr habt uns die Tops und Flops genannt und heute gibt es die Einschätzung von mir dazu. Und damit hallo zur vorletzten Ausgabe Story of the Week mit mir, Philipp. Und ich glaube, diese Ausgabe, die wird richtig gut. Wer hat mega performt? Wer war eine Enttäuschung? Sowohl Spieler als auch Teams sind genannt. Ihr habt uns, wie gesagt, eure Vorschläge genannt. Und anfangen wollen wir mal mit dem absoluten Top von euch allen quasi genannt. Erling Haaland von Manchester City. Vor der Saison kam er für 60 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City. Im Nachhinein muss man sagen, ein echtes Schnäppchen. Direkt in seiner ersten Saison hat er den Premier League-Rekord in Sachen Tore geknackt. 36 hat er gemacht. Seine Zahlen, die waren unglaublich. Aber viel entscheidender war eben noch, dass er dieser Guardiola-Elf zum ersten Mal seit ein paar Jahren diese Wucht mal wieder im Sturm gegeben hat. Jetzt war diese Mannschaft eh schon genial zusammengebaut, aber mit Haaland, da war das teilweise Fußball in Perfektion. Man hat es gesehen im Champions League Rückspiel im Halbfinale gegen Real Madrid, das kam dem schon sehr nah. Aber Haaland hat eben auch diese Winner-Mentalität mitgebracht und auch dank ihm hat City zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Chance auf das Triple. Einen weiteren Gewinner, den ihr oft genannt habt, war Gabriel Jesus von Arsenal London, kam vor der Saison für 52 Millionen Euro von Manchester City und auch seine Stats, die können sich wirklich sehen lassen. 11 Tore, 7 Vorlagen und er war ja auch 3 Monate lang verletzt. Er war auf jeden Fall einer der Garanten, warum Arsenal so lange um den Titel ganz vorne mitgespielt hat. Und was mich besonders beeindruckt hat bei ihm, er hat die Mitspieler um ihn herum besser gemacht. Ein weiterer Spieler, der laut eurer Meinung mega performt hat, war Pervis Estupiñan. Der Linksverteidiger von Brighton war einer der vielen Stars in diesem Überraschungsteam. Und nach der WM ist er wirklich durchgestartet. Seit Januar hat er 7 Vorlagen aufgelegt und seinen Premierentreffer gegen Arsenal London, der war auch wirklich sehenswert. Er ist wirklich das beste Beispiel für das tolle Scouting System bei Brighton und jetzt spielt er Europa League. Oft genannt wurde von euch auch Marcus Rashford von Manchester United nach einer tollen Saison. Er hat es wirklich geschafft, jetzt dieses Gesicht dieses Vereins zu werden. Auch richtig gut war laut eurer Meinung Callum Wilson von Newcastle United, 18 Tore und auch sein Teamkollege Bode Mann, der wurde oft genannt von euch. Kommen wir nun zu den Flops. Am meisten genannt wurde Richarlison von den Tottenham Hotspur und ein Satz, der wirklich alles aussagt. Er kam von ihm nach dem Champions League Achtelfinale gegen Milan. Diese Saison ist scheiße, denn ich komme nicht auf meine Minuten. Der Brasilianer kam vor der Saison mit großen Erwartungen aus Everton. 58 Millionen Euro hat er gekostet und die Bilanz, die ist ziemlich ernüchternd. Ein Ligator hat er nur gemacht und das am 34. Spieltag. Fun Fact für euch, er hat mehr gelbe Karten für seinen Torjubel bekommen, als dass er Tore erzielt hat, denn bei einem Tor hat er gejubelt, hat die gelbe Karte bekommen und am Ende wurde es aberkannt. Gründe, warum es nicht so gut in der ersten Saison funktioniert hat für ihn, ich habe schon vor der Saison den Fit nicht so ganz verstanden mit Kane und Son und Richarlison gleichermaßen und dann muss man auch sagen, dass er große Probleme hatte mit Antonio Conte, mit dem Trainer und man hat auch nicht wirklich eine Position für ihn gehabt. Ich habe mal bei den Kollegen von Transfermarkt.de nachgeschaut. Auf 5 verschiedenen Positionen hat er in der Saison gespielt. Das zeigt mir, dass er in dem System keine Rolle für sich selber gefunden hat. Das ist das eine Problem. Und dann seine geringen Einsatzminuten, das war tödlich für ihn. Eine weitere Enttäuschung, die ihr oft genannt habt, war Anthony von Manchester United. Kam vor der Saison für 94 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Hat dann auch richtig gut losgelegt mit 3 Treffern in seinen ersten 3 Saisonspielen. Aber dann kam nicht mehr viel von ihm. Er hat nur noch einen weiteren Treffer aufgelegt. Da muss also deutlich mehr kommen in seiner zweiten Saison. Weitere Flops von euch, das waren natürlich alle Chelsea-Neuzugänge. Aber darauf komme ich später noch zu sprechen. Sancho wurde oft genannt, das finde ich jetzt nicht so. Und Arthur von Liverpool. Kommen wir nun zu den Teams, die überrascht haben. Ich habe mir mal 3 ausgesucht. Arsenal London, Newcastle United und Brighton. Fangen wir an mit Arsenal. Am Ende hat es dann doch nicht geklappt mit dem Titel. Aber Platz 2 ist eine Riesenleistung, zumal man sagen muss, eine ganze Saison über mit Manchester City, mit dieser Übermannschaft mithalten zu können, das ist schon richtig gut. Mikel Arteta, der Baumeister dieses Erfolgs vor nicht allzu langer Zeit, da wurde er noch mit Rauswurf-Sprechchören konfrontiert. Jetzt hat er wirklich eine Spielidee installiert, einen geilen, schnellen Fußball hat er spielen lassen und ich bin echt gespannt, was die Zukunft der Gunners bereithält. Was mich aber positiv stimmt, der Vertrag mit einem absoluten Keyplayer, der wurde schon verlängert bis 2027 mit Bukayo Saka. Er soll also bleiben und das zeigt mir,
Dieser Erfolg soll keine Eintagsfliege bleiben. Das zweite Überraschungsteam Newcastle United. Nach über 20 Jahren spielen die Magpies wieder in der Champions League Platz 4 und das ist echt eine richtig geile Saison. Trainer Eddie Howe, der hat es geschafft, aus einer Mannschaft, die früher eher so Betonmischer-Fußball gespielt hat, wirklich attraktiven Fußball spielen zu lassen. Und ich sag's mal so, ich erfinde den Titel jetzt einfach, er ist für mich Coach of the Year. Callum Wilson mit seinen 18 Toren natürlich einer der Garanten für diese tolle Saison. Wir haben ihn vorher schon erwähnt, aber zum Beispiel auch Fabian Scheer, der Ex-Hoffenheimer, der hat sich wirklich zu einem tollen Premier League Innenverteidiger gemausert und das Team ist wirklich als Team aufgetreten und dann sieht man mal, wie weit es gehen kann. Jetzt ist dieses Team aber auch ein Team, das von außen immer kritisch beäugt wird. Ein ähnliches Modell wie Manchester City und PSG, nur dass das Geld eben aus Saudi-Arabien kommt. Aber ich sehe einen großen Unterschied zu PSG, denn die kaufen fertige Stars ein und haben keine Spielidee. Und genau diese Spielidee, die habe ich bei Newcastle auf der anderen Seite gesehen. Da wurden vor der Saison ganz clever die Spieler eingekauft. Isak zum Beispiel war sehr teuer für 70 Millionen Euro oder Botman für 37 Millionen Euro. Aber sie passen eben perfekt in dieses Spielsystem und mit 23 Jahren sind das eben keine fertigen Stars, sondern absolute Topspieler, die noch richtig Bock haben, was zu reißen. Und da sehe ich eben den großen Unterschied zu PSG. Brighton natürlich auch eine krasse Sensation. Das roch hier teilweise nach Champions League. Am Ende wurde es dann die Europa League und Platz 6 und es war eine richtig geile Saison von De Zerbi und Co. Der Italiener, der hat aus diesem Team wirklich das Maximum herausgeholt. Für mich auch auf jeden Fall ein Coach of the Year Anwärter, hat einen offensiven Spielstil spielen lassen und Brighton-Partien, die hatten es immer in sich. Für mich die Stützen dieses Erfolgs zum einen ein Deutscher, Pascal Groß, der Ex-Ingolstädter, der hat wirklich eine tolle Saison gespielt, war der Topscorer bei Brighton. McAllister, der Weltmeister, den darf man natürlich auf der offensiven Mittelfeldposition auch nicht vergessen. Und dazu kommt noch Moises Caicedo auf der 6. Die beiden letztgenannten, also Moises Caicedo und McAllister, die könnten den Club im Sommer verlassen und auch für den Trainer, für Roberto De Zerbi, da könnten einige Anfragen reinflattern. Es droht wirklich der Ausverkauf bei Brighton und das sehe ich zum Beispiel bei Newcastle nicht, weil die eben andere finanzielle Mittel haben. Von den Überraschungen der Saison zu den Enttäuschungen, da wurden zwei von euch besonders oft genannt, Chelsea und Leicester und das waren auch meine Top-Flops der Saison. Starten wir mit Chelsea, da muss man schon in die zweite Tabellenhälfte scrollen, um die Blues zu finden. Tabellenplatz 12, das sagt eigentlich schon alles aus. Erst Thomas Tuchel, dann Graham Potter und dann am Ende Frank Lampard, der Trainerverschleiß bei den Blues, der war enorm in der Saison und man muss konstatieren, trotz der Mega-Investitionen gibt es keine Führungsspieler, keine Spielidee und in der nächsten Saison, da spielt man nicht europäisch. Mit Mauricio Pochettino hat man jetzt zumindest einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden, der diesen Scherbenhaufen aufkehren kann, aber seine Aufgaben, die sind natürlich relativ schwierig. Er muss auf jeden Fall erstmal diesen Kader verkleinern. Es gibt ja Berichte, dass die Umkleidekabine teilweise zu klein war für die vielen Spieler, die da waren. João Felix, das ist jetzt die neueste News. Er soll auf jeden Fall nicht langfristig bei den Blues bleiben. Da ist also schon eine Entscheidung gefallen. Dringend muss er natürlich auch eine Spielidee installieren. Für was steht denn Chelsea? Für welche Art von Fußball? Und er muss natürlich auch aus diesen ganzen Individualisten wieder ein Team zusammenbringen. Und ganz wichtig, er braucht einen neuen Stürmer, denn da haben sie wirklich Bedarf, die Blues. Havertz war mit 7 Ligatreffern der gefährlichste Angreifer der Londoner. Und das sagt eigentlich schon alles. Kommen wir nun zur Enttäuschung Nummer 2 zu Leicester City. Der Sensationsmeister von 2016 ist tatsächlich abgestiegen. Das ist bitter. Ich habe in der vergangenen Woche schon die Analyse gegeben zum Niedergang dieses Vereins, also da auf jeden Fall nochmal reinklicken. Und meine To-Do-Liste für die neue Saison ist auf jeden Fall Vardy nochmal zu halten, denn er kann auf jeden Fall in dieser Liga viele Tore machen. Und dann würde ich Spieler wie Madison beispielsweise teuer verkaufen. Das Ziel muss es natürlich sein, direkt wieder aufzusteigen für Leicester City, sonst könnte es wirklich düster werden. Wer wurde denn noch von euch als Flop genannt? Everton, ja, die haben aber zumindest am Ende noch die Klasse gehalten. Liverpool wurde auch genannt, Kloppo und Co. sind am Ende zumindest noch in die Europa League eingezogen. Dazwischen war die Saison aber ziemlich verkorkst und die Spurs, die wurden auch noch oft genannt. Auf Tabellenplatz 8 war das auf jeden Fall auch da eine enttäuschende Saison. Das war die vorletzte Ausgabe Story of the Week in der Saison. In der nächsten Woche, da gibt es dann nochmal eine Spezialausgabe zum Champions League Finale Manchester City gegen Inter Mailand. Ansonsten gerne nochmal meine Tops und Flops unter der Folge kommentieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.